Hier ist der Marktplatz Neumarkt. Herzlich willkommen. Löschen, retten, bergen und schützen. Das ist das Motto der Feuerwehren. Und was viele nicht wissen, ein Großteil derer, die sich jeden Tag für uns in lebensgefährliche Situationen begeben, machen das Ganze ehrenamtlich. Und genau deshalb wird in Bayern regelmäßig auf dieses wichtige Engagement aufmerksam gemacht. Der Auftakt zur diesjährigen Feuerwehrwoche unter dem Motto Helfen ist Trumpf fand am letzten Freitag in Neumarkt statt. Dichter Rauch quillt aus einem Fenster und Menschen befinden sich in Lebensgefahr. Ganz schön brenzlig, wenn es brennt. Und auch wenn das hier nur eine Übung am Neumarkter Rathaus ist. Im Ernstfall wären die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren innerhalb kürzester Zeit zur Stelle und würden helfen. Wir haben überall in allen Städten und Landkreisen jedes Jahr in der Summe Tausende von Einsätzen. Wobei wir inzwischen eine Entwicklung haben, dass inzwischen das eigentliche Feuerlöschen, das Brandlöschen, weniger als die Hälfte aller Einsätze ausmacht. Die Mehrheit der Einsätze ist inzwischen zum Beispiel Verunglückte bei schweren Straßenunfällen aus Autowracks beispielsweise zu holen. Rund 55 Millionen Euro erhielten die Feuerwehren im letzten Jahr vom Freistaat Bayern. Eingesetzt wurde dieses Geld für die technische Ausstattung oder auch neue Feuerwehrhäuser. Von den 7.774 Feuerwehren in Bayern sind 7.500 freiwillige Feuerwehren. Diese hohe Zahl an Ehrenamtlichen kommt nicht von ungefähr. Um weiterhin einen Trumpf im Ärmel zu haben, bedarf es an Nachwuchs für die Floriansjünger. Deshalb will der Landesfeuerwehrverband Bayern bis zum 19. September mit Großübungen und Veranstaltungen für dieses Ehrenamt werben. Wir haben eben eine breit angelegte Image-Kampagne, die von eben den Kindern an bis zu den Jugendlichen, bis zu auch im Erwachsenenalter, man kann jederzeit sich einer Feuerwehr anschließen, einfach das Bewusstsein wecken, wieder den Kontakt zur örtlichen Feuerwehr. Wir haben 7.500 Feuerwehren in Bayern. Wenn man Interesse hat, dort vorbeizuschauen und am besten Mitglied zu werden. Unter dem Motto Helfen ist Trumpf für dich, für mich, für alle startete die Aktionswoche am Freitag mit einer Steckkreuzverleihung für besondere Dienste im Neumarkter Landratsamt. Anschließend ging es mit einem Festzug zum Rathaus. Dort wurde eine Rettungsaktion demonstriert. Im Zuge der Aktionswoche gab Innenminister Herrmann auch den Startschuss zum ersten bayerischen AOK-Feuerwehrlauf. Dieser soll nicht nur ganz Bayern, sondern vor allem auch die Einsatzkräfte fit machen. Es zeigt auch eben, dass wir die Verantwortung ernst nehmen. Wir müssen schauen, nicht nur die physische Verfassung, auch die psychische Gesundheit gehört dazu. Auch hier wird man tätig. Es ist auch schon seit Jahren so, dass es ja die psychosoziale Vorsorge und Nachsorge gibt. Jeder Einsatz ist eine Notlage, egal ob es brennt, ob ein Unfall passiert ist. Und damit muss man lernen, umzugehen. Also ein ganz wichtiger Bereich, um auch unsere Einsatzkräfte in der Zukunft fit zu halten. Bei diesem virtuellen Spendenlauf kann jeder Teilnehmer in den nächsten 4 Wochen unter feuer-dich-an.de Preise für sich und seine Feuerwehr vor Ort gewinnen. Denn helfen ist Trumpf. Und jetzt haben wir wieder aktuelle Nachrichten aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Die Geschwister Kilian, Viktoria und Konstantin Klien veranstalten am 10. Oktober ein Benefizkonzert. Im Reitstadel in Neumarkt spielen die drei gemeinsam mit Kabarettistin Lissi Aumeier ein Konzert. Das gaben sie bei einer Pressekonferenz Anfang dieser Woche bekannt. Die Einnahmen kommen dem Projekt Virtuelle Brücke nach Afrika zugute. Mit dem Geld soll die Digitalisierung finanziert werden, damit Kinder im Kongo gemeinsam im Internet chatten können. Karten gibt es schon jetzt unter okticket.de. Die Stadt Neumarkt hat jetzt Schilder gegen Geisterradler aufgestellt. Denn auch beim Fahrradfahren kann es gefährlich werden. Nämlich dann, wenn man entgegen der Fahrtrichtung fährt. So gefährden sie sich selbst und die Fußgänger. Laut einer Studie der Bundesanstalt für das Straßenwesen sind das immerhin rund 20% der Fahrradfahrer. Auch beim Fahrradfahren gilt das Rechtsfahrgebot. Mit den neuen Schildern will die Stadt Neumarkt jetzt gegen die Geisterradler vorgehen. Sie stehen an 6 kritischen Stellen. Unter anderem bei der Feuerwehr und am oberen Tor. So soll die Stadt auch weiterhin eine fahrradfreundliche Kommune bleiben. Die Azubis der Stadtwerke Neumarkt haben diese Woche Müll im Wasserschutzgebiet gesammelt. Lange suchen mussten sie aber nicht.
Neben kleineren Dingen wie Taschentüchern gab es auch die ein oder andere eklige Hinterlassenschaft. Nach dem Sammeln holten die Mitarbeiter den Müll dann mit Elektroautos ab. Ganz umweltfreundlich eben. Und so haben die Azubis nicht nur der Umwelt geholfen, sondern auch den Neumarkter Bürgern. Denn nur ein paar Meter weiter unter der Erde wird das Trinkwasser für die Stadt gewonnen. Und gleich nach einer kurzen Pause haben wir unter anderem dieses Thema für Sie. Schulstart ist gleich Baustellenstart. In Pürbaum rollen fast zeitgleich zum ersten Schultag die Bagger an. Das und mehr gleich. Bleiben Sie dran. So, einmal bitte nochmal zu mir drehen. Wir bringen alles groß raus, was Wände, Türen und Dächer hat. Feldbusch Immobilien betreut Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie. Vom ersten Gespräch über eine Hochglanzpräsentation des Objekts in gedruckter und digitaler Form bis hin zum Vertragsabschluss. Feldbusch Immobilien, die Neumakler aus Neumarkt. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice, kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Ihr seid online mitten im Leben und offline immer füreinander da. Ihr chattet, postet und liked. Aber am liebsten trefft ihr euch doch persönlich. Und wir sind die Banken, die immer für euch da sind. Egal wie und egal wann. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Genießen Sie Ihren Rasen, anstatt ihn zu mähen. Mit den intelligenten iMow-Mährobotern von Stihl. Geeignet für Flächen von 50 bis 5000 Quadratmeter. Und dem Rundumservice von Dorner. Von der Beratung über die Installation und Programmierung vor Ort bis hin zur regelmäßigen Inspektion und Wintereinlagerung. Wir sind Ihr Partner für sattes Grün, das keine Arbeit macht. Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin in Ihrem Garten. Glas ist mehr als eine einfache Scheibe. Es sorgt für modernes Ambiente im Bad. Es sichert und verbindet Stockwerke. Es schützt stilvoll vor schlechtem Wetter. Mehr Ideen und kompetente Umsetzungen bietet Glas Götz in Neumarkt. Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Alois-Senefelder Straße 35. Schlüsselfertige Energiesparhäuser von Dunwood Haus. Besuchen Sie unser Musterhaus Nähe am Berg. Mittwoch bis Samstag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Willkommen zurück. Für viele Kinder ging es diese Woche erstmals los mit der Schule. Das ist ja an sich schon ein großes Abenteuer. Auf die ABC-Schützen in Pürbaum warten allerdings noch zusätzliche Herausforderungen. Noch herrscht Ruhe rund um die Grundschule in Pürbaum. Aber damit ist bald Schluss. Ende September rollen hier die Bagger für die Generalsanierung des Gebäudes an. Fast zeitgleich mit dem Beginn des Schuljahres. Eigentlich hätte der Bau schon Anfang des Jahres starten sollen, aber Probleme mit der Förderung und die hohen Preise im Baugewerbe machten dem einen Strich durch die Rechnung. Natürlich hat uns da die Marktsituation, die jetzt so nicht vorhersehbar, eingeholt, leider. Und das war, kann man auch ganz deutlich sagen, nicht einfach bei der Beschlussfassung bei uns im Marktratsgremium. Bis jetzt sind die Rohbauarbeiten vergeben und die sind doch deutlich teurer als 2020 vorherberechnet. An einem Umbau führt kaum ein Weg vorbei, da das Haus aus den 70ern nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Barrierefreiheit und Pädagogik entspricht. Trotzdem gab es in Pürbaum heftige Diskussionen. Denn um den Neubau zu verwirklichen, müssen andere Projekte auf die lange Bank geschoben werden. Es wird nicht anders gehen. Also natürlich ist die freie Finanzspanne, die da noch überbleibt, geringer. Und besonders, wenn es jetzt darum geht, freiwillige Aufgaben zu leisten, dann müssen wir uns leider selber einschränken. Aber die Hoffnung ist einfach, dass wir mit dem Kostenrahmen, den wir aktuell haben, bei den anderen Gewerken zumindest in einem verträglichen Bereich bleiben und dann andere Aufgaben umsetzen können. Und ja, teilweise müssen wir nach hinten verschieben. Das wird zwangsläufig so sein. Aber damit sind die Projekte jetzt noch nicht gestorben. Bei der Planung arbeitete das Architekturbüro Bärschneider und Bärschneider eng mit Eltern, Lehrkräften und dem Personal zusammen, um einen Entwurf zu finden, der alle Bedürfnisse berücksichtigt.
Das ist auch nötig, denn immerhin wird die Bauzeit 4 Jahre betragen. Ein ganzer Jahrgang von Schülern wird also mit der Baustelle leben müssen. Grundsätzlich, Baulärm wird nicht auszuschließen sein. Genauso die üblichen Begleiterscheinungen. Geschützt werden sie einmal durch die Wegeführung. Unsere Bushaltestelle wird abgeändert, das Ganze wird eingezäunt. Es gibt einen entsprechenden Sicherheits- und Gesundheitskoordinator auf der Baustelle. Und wir haben auch mit den Lehrern und genauso die Eltern schon darüber informiert, dass es zu Einschränkungen kommen wird. Trotz der Fördergelder ist die Generalsanierung mit Abstand das größte Projekt, das sich die Marktgemeinde jemals vorgenommen hat. Über 2 Drittel des Haushalts wird es beanspruchen. Das führte teils zu heftigen Protesten im Gemeinderat. Natürlich, also auch die Kritik, die nehmen wir gern an. Aber jetzt für unsere Grundschule und für unsere Kinder ist es einfach wichtig, dass wir optimale Lernbedingungen schaffen. Und da ist das Geld gut investiert. Es gibt so ein paar Obst- und Gemüsesorten. Da vergeht mir persönlich schon die Lust aufs Essen wegen der fitzeligen Arbeit des Entkernens. Bei Paprika zum Beispiel oder Melone. Wie man allerdings einen Granatapfel ganz einfach kernfrei bekommt, zeigt uns jetzt Jörg Heiler. Hier ist Top Secret. Wir wissen, was gut schmeckt. Vom Fass in Neumarkt präsentiert Top Secret. Servus, heute zeige ich euch, wie man den Granatapfel richtig entkernt. Ist immer so das Problem, man schält ihn und da hast du diese ganzen Bindehäutchen mit drin. Ganz einfach. Granatapfel einmal halbieren, dann braucht ihr eine Schüssel und eine Schöpfkelle. Dann nehmt ihr den Apfel so und schlagt einfach mit dem Schöpflöffel einfach so drauf. Und siehe da, die Kerne kommen wunderbar raus. Ohne diese lästigen, dicken Bindehäutchen. Und ihr könnt ihn dann einfach später weiterverarbeiten. Oder einen Joghurt mischen oder halt einfach so essen. Was man mit so einem Granatapfel eben macht. Oder ein Dressing draus machen. Machen wir jetzt den noch fertig. Nachdem wir die Kerne aus dem Granatapfel rausgeschlagen haben mit der Schöpfkelle, mache ich ganz einfach so, um es lecker zu machen, noch ein bisschen. Ich hole mir eine Zitrone. Schneiden wir ein bisschen an, machen noch den Zitronenkern natürlich raus. Mariniere hier ein bisschen mit Zitrone, auch das erhöht einfach den Geschmack wieder. Und ein bisschen braunen Zucker, wenig nach Geschmack. Lassen wir auch wieder ein bisschen marinieren das Ganze. Wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war Top Secret, präsentiert von Vom Fass in Neumarkt. Sehen, probieren, genießen. Und das war's mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Dieses Mal waren wir für unsere Moderationen im Kloster St. Joseph. Am Freitag sind wir dann wie gewohnt in endlich Wochenende für Sie da. Zum Schluss gibt es jetzt noch die Wetteraussichten. Wir sehen uns. Bis bald. Wir für unsere Zukunft. Die Stadtwerke Neumarkt präsentieren das Wetter. Ein Tief über Dänemark sorgt von Skandinavien über Mitteleuropa und den Alpenraum bis in den Süden Frankreichs und Ostspanien für Regenschauer. In der kommenden Nacht fallen die Tiefstwerte auf 15 Grad. Dazu ist es wechselnd bewölkt. Am Donnerstagvormittag ist es überwiegend wolkig. Häufig wird es nass und die Höchstwerte machen bei 20 Grad Halt. Am Nachmittag entwickeln sich Wolken, die verbreitet Schauer bringen. Gegen Abend wird es kühler und der Wind weht schwach aus Nordwest. Am Freitag erwärmt sich die Luft auf bis zu 20 Grad. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken ab. Der Samstag bringt Sonnenschein und Temperaturen zwischen 9 und 22 Grad. Am Sonntag regnet es bei stark bewölktem Himmel häufig. Die Tiefstwerte liegen bei 10 Grad. Für gutes Klima. Heute, morgen, übermorgen. Handeln Sie grün mit den Stadtwerken Neumarkt.